Stell dir vor, du hast eine magische Pille, die dafür sorgt, dass du weniger Ängste hast, weniger Stress, mehr Selbstzufriedenheit, entspannter bist, ruhiger und auch weniger Depressionen in deinem Leben oder depressive Phasen. Würdest du diese Pille nehmen? Wenn ja, bleib dran. So ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei der nächsten Folge des Energy Tipps. Und was habe ich heute für euch mitgebracht? Ich habe heute etwas, das eine ca. 95%ige Chance hat, dass es wirkt. Und Leute, Prominente wie Hugh Jackman, Keanu Reeves, extrem viele Leistungssportler machen es und berichten davon, dass es unglaublich krasse Benefits hat. Wie ich schon sagte, Thema Ängste, Selbstsicherheit oder Selbstunzufriedenheit, Herzinfarktrisiko und all diese Sachen können mit dieser magischen Pille reduziert werden. Und was ist es nun? Tatsächlich ist es das Thema Meditation. Und jetzt denken alle wieder so, wow, krass, nein, das kann doch nicht sein. Ich dachte, es ist Meditation, du sitzt irgendwo als Mönch auf einem Stein und machst den ganzen Tag einfach nichts. Ist richtig, machen die, aber halt auch wie gesagt, ganz viele Promis und sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer nutzen alle die Techniken und Tools der Meditation für sich. Und jetzt einfach hier um dieses, sag ich mal, etwas Mystische dieser Meditation mal so ein bisschen runterzubrechen und wirklich über die wissenschaftlich erwiesenen Benefits euch mal ein bisschen mehr, näher zu bringen, damit ihr sagt, okay, vielleicht mache ich es ja doch. Dann gebe ich jetzt euch einfach mal so ein bisschen ein paar Daten. Denn beispielsweise, das ist super krass, das Herzerkrankungsrisiko, wenn ihr regelmäßig meditiert, sinkt um krasse 48%. Also um die Hälfte. Um die Hälfte. Ich meine, wie krass ist, also dafür, dass du ein bisschen quasi rumsitzt und machst nichts, überspitzt gesagt, geht dein Herzinfarktrisiko um die Hälfte runter. Oder Herzerkrankungsrisiko, Entschuldigung. Dann das subjektive Schmerzempfindungs, also die subjektive Art, wie du Schmerzen wahrnimmst, die kann auch um knappe 40% reduziert werden. Was dann natürlich auch für viele Frauen so einmal im Monat auch ganz hilfreich ist. Dann haben wir einen besseren Schlaf, beziehungsweise wir können schneller einschlafen, was ja heutzutage auch extrem wichtig ist. Dann auch wieder für, im Endeffekt für Frauen und Männer, aber für Frauen garantiert nochmal ganz besonders spannend, die Zellalterung kann verlangsamt werden. Was natürlich dann auch für alle Falten und Haut, Straffungs-, Dehnungszeug halt super, super hilfreich ist. Deswegen mega geil. Wir haben ein erhöhtes Immun-, also ein stärkeres Immunsystem haben wir dadurch. Und dann nochmal quasi auf Hirnebene haben wir einen stärkeren Wachstum unseres Hirnes. In speziellen Regionen natürlich. Beziehungsweise um das quasi weiter runterzubrechen, was damit gemeint ist, ist, dass wenn man jetzt die graue Hirnmasse, also die Hirnmasse quasi in der halt gearbeitet wird, mal ganz, ganz weit runtergebrochen, von Menschen im Alter von 40 bis 50 Jahren, die regelmäßig meditieren, die haben halt so viel Hirn, graue Hirnmasse wie 20 bis 30-jährige Menschen. Heißt, du kannst quasi dein Hirn auf dem Stand eines 20- bis 30-jährigen Menschen halten, also quasi fast um die Hälfte jünger machen, dein Kopf. Ich meine, wie krass ist das einfach bitte? Wie krass ist das einfach bitte? Diese Benefits, die es nur dadurch gibt, beziehungsweise ich habe noch einen für jeden Arbeitnehmer, beziehungsweise auch ganz, ganz wichtig für alle Arbeitgeber. Es gab nämlich noch eine Studie für Firmen, da haben sie quasi in Firmen halt Meditation angeboten, wo die Mitarbeiter es dann halt auch regelmäßig genutzt haben, das Angebot in der Firma. Und nur durch die Meditation in der Firma ist die Quote an Krankschreibungen in der Firma um sage und schreibe 71% nach unten gegangen. 71! Wie, also, wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre und ich würde das hören, ich würde, also
Ich würde es einfach sofort anbieten in meiner Firma. Wie krass ist das bitte? Überleg doch einfach mal, wie viel Geld dir flöten geht, wenn deine Mitarbeiter regelmäßig krank sind. Und nur durch ein bisschen meditieren, das wegzumachen. Also, mindblowing. Finde ich super, super krass. Und spiegelt sich jetzt auch tatsächlich meine persönlichen Erfahrung. Jetzt gehen wir aus den Daten mal so ein bisschen raus. Auch wieder. Also, ich bin so, so, so selten krank in meinem Leben gewesen. Ich hatte halt zweimal das C-Thema gehabt und ich hatte letzte Woche eine kleine Grippe gehabt. Und sonst war ich jahrelang nicht krank. Also nicht mal eine Erkältung. Mir ist 2-3 Tage die Nase gelaufen und dann war das Thema gut. Und wenn ich jetzt so mir die Daten hier anschaue, denke ich mir, okay, das könnte einer der Gründe sein, weil ich seit Jahren regelmäßig meditiere. Und was heißt das jetzt nur für dich? Also wenn du jetzt vielleicht schon Meditationserfahrung hast, super, dann gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn du allerdings doch gar keine Meditationserfahrung hast, denkst du dir so, okay, das klingt jetzt richtig geil, ich habe da mal Bock drauf, da so ein bisschen mehr zu erfahren. Was muss ich denn machen? Wie viel muss ich meditieren pro Tag, pro Woche, um quasi diese Benefits für mich und mein Leben zu haben? Und da gibt es halt verschiedene Richtwerte. Also mindestens musst du 5 Minuten meditieren. Einmal in der Woche. Das ist so das absolute Minimum, sonst hast du gar keinen Effekt. Wenn du jetzt quasi die volle, also das wie soll ich sagen, also statistisch gesehen musst du mindestens 15 Minuten meditieren, um quasi den vollen Umfang der Benefits für dich und dein Leben genießen zu können. Es reicht theoretisch gesehen, wenn du das einmal die Woche für 15 bis 20 Minuten machst. Tatsächlich ist es aber so, wenn du täglich 15 Minuten meditieren würdest, am besten am Morgen, ist es einfach am einfachsten, weil du hast ja noch nicht so viele Gedanken in deinem Kopf. Es macht es halt erstmal einfacher. Wenn du halt täglich 15 bis 20 Minuten meditierst, hast du tatsächlich die größten Benefits für dein Leben. Natürlich kannst du dann auch länger machen, wenn du merkst, so, hey, ist richtig geil, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, was auch immer halt für dich ansprechend ist. Kannst du gerne tun. Allerdings ist halt 15 Minuten quasi dieses Minimum, wenn du halt, du wirst merken, nach einer gewissen Praxis, dass nach diesen 15 Minuten fällst du in einen anderen Bewusstseinszustand. Beziehungsweise es fühlt sich halt einfach im Kopf anders an. Du hast dann halt quasi irgendwann diese ganzen Gedanken, die halt so kommen in deinem Kopf, die hast du irgendwann alle mal so durchdacht. Vielleicht nach diesen 15 Minuten, beziehungsweise wenn du es halt regelmäßig machst, sind halt diese ganzen Gedanken halt mal irgendwie durchdacht. Und dann merkt dein Kopf so, okay, haben wir jetzt alles schon. Und jetzt gehen wir quasi halt in dieses Nichts, in diese Leere, beziehungsweise halt in einen anderen Status über. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man das noch nicht so erlebt hat. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr angenehmer, beruhigendes Gefühl, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Und im Endeffekt ist das alles schon, was du tun musst. Natürlich empfiehlt sich, da am Anfang quasi eine Achtsamkeitsmeditation gern auch geführt zu machen. Wenn du halt da noch nicht reinkommst, beziehungsweise deine Gedanken zu sehr abschweifen. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle Apps für, wie halt Seven Mind, Headspace und so weiter. Das sind halt so die bekanntesten, beziehungsweise die ich auch mal genutzt habe und sehr empfehlen kann. Auf meinem Kanal gibt es auch ein paar Meditationen, beziehungsweise im Endeffekt jeden großen Coach findet ihr auch gerade aktuell ein paar ganz, ganz tolle Meditationen, die halt geführt sind. Beziehungsweise viele davon sind halt dann auch zu Traumreisen, was ich dann halt nicht empfehlen kann, weil das ist halt erstmal was anderes, wenn man wirklich mit dem Meditieren anfangen möchte. Aber man kann auch einfach wirklich sich hinsetzen auf einen schönen Platz. Man muss auch die Beine nicht dabei kreuzen oder diesen Lotus-Sitz, den man so oft sieht, ne? Muss man auch nicht machen. Mir hat mal ein Meditationslehrer gesagt, beziehungsweise ein tibetischer Mönch war es tatsächlich. Es ist egal, wie ihr sitzt. Also auf dem Stuhl sitzen ist nicht besser oder schlechter als auf dem Steinboden im Lotussitz. Vollkommen egal. Hauptsache, ihr könnt halt bequem einen längeren Zeitraum sitzen, ohne dass ihr euch bewegt, weil es lenkt euch ja ab. Das ist viel wichtiger. Und dann könnt ihr halt auch natürlich
euch einfach hinsetzen und auf euren Atem achten, heißt einfach nur auf euren Atem ein- und ausatmen. Und dann halt gucken, okay, machst du 3-4 Sekunden einzuatmen, 3-4 Sekunden auszuatmen und das dann halt einfach machen, bis dann quasi euer Wecker klingelt oder ihr, weiß nicht, euch eine Musik gestellt habt, die halt 15 Minuten läuft, 20 Minuten. Das würde vollkommen reichen. Das würde vollkommen reichen, so für den Anfang. Und ich weiß, am Anfang ist das so ein bisschen tricky, weil ihr dann immer merkt, so, hey, meine Gedanken schweifen ab und hier ist was und da möchte ich noch, keine Ahnung, einen Freund schreiben, keine Ahnung, Schatzi, noch eine nette Nachricht, was auch immer so hochkommt, noch was einkaufen. Da ist halt einfach nur der Trick, es wahrzunehmen, es zu achten und es da sein zu lassen. Heißt, wenn ihr merkt, okay, ich denke gerade etwas, dann seid ihr ja nicht unachtsam, sondern tatsächlich achtsam. Denn sonst könntet ihr ja nicht merken, dass ich gerade etwas denke. Also eigentlich total witzig und auch etwas Gutes, weil dann habt ihr schon dieses Bewusstsein dafür, wer bin ich, wer denkt gerade. Das geht jetzt aber tatsächlich schon wieder quasi so einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt wirklich einfach nur so diesen oberflächlichen Tipp geben, okay, setz dich einfach mal hin, probier das einfach mal, beziehungsweise probier das wirklich mal so für mindestens ein bis am besten 3 Wochen, dann wirst du schon die ersten Effekte merken, die dann wirklich eintreten für dich und dein Leben, wo du signifikante Unterschiede merkst. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist beispielsweise vom Schlafengehen nochmal zu meditieren, wenn ihr den restlichen Tag noch nicht meditiert habt. Denn dann könnt ihr quasi halt all das, was dann halt noch im Kopf ist, was so über den ganzen Tag halt aufgekommen ist, könnt ihr dann quasi halt nochmal so ein bisschen sacken lassen und müsst dann nicht, wenn ihr im Bett liegt und schlafen wollt, all diese Sachen quasi nochmal so durcharbeiten. Deswegen da nochmal ein Riesentipp, quasi vorm Schlafen gehen, gerne nochmal vom Zähneputzen oder so oder nach dem Zähneputzen direkt vorm Schlafen gehen, nochmal kurz hinsetzen, auch wieder 10, 15 Minuten, 20 Minuten und einfach kurz da nochmal reinzetteln. Mega, mega Empfehlung, ist richtig, richtig geil. Und im Endeffekt ist es das schon wirklich gewesen. Ich möchte jetzt gar nicht tiefer reingehen, was für unterschiedliche Meditationsarten es gibt, was man halt machen kann mit Traumreisen, beziehungsweise dass man da quasi noch sein Unterbewusstsein mit programmieren kann und. Alles viel zu viel, viel zu viel. Mach einfach erstmal, fang mal an und merk erstmal so, krass, was für geile Benefits es gibt. Und ganz spannender Tipp noch, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, ich meditiere schon einen längeren Zeitraum, ich habe aber bis jetzt noch nicht diesen geilen Effekt gemerkt. Ich sag so, wenn du quasi zu diesen 5% gehörst von Menschen, die sagen, das bringt nichts, dann sage ich, probier was anderes aus. Probier eine andere Art der Meditation aus, setz dich vielleicht mal entspannter hin oder unentspannter, also halt aufrechter von der Wirbelsäule. Probier mal etwas anderes aus, denn ich sag dir, für jeden ist es möglich und erreichbar. Vielleicht ist der aktuelle Weg, den du gegangen bist, nicht der richtige für dich. Probier etwas anderes aus und dann bin ich mir sicher, es wird auch bei dir dann klappen. Das soll es wirklich gewesen sein. Also, probier es definitiv aus. Einer der krassesten Energiebooster und Tipps, die du jemals in deinem Leben machen kannst. Wirklich eines der krassesten Dinger überhaupt. Und ich habe ja jetzt extra auch die Hollywood-Schauspieler genommen, wie Hugh Jackman und Keanu Reeves. Weil das eine ist halt der krasse Wolverine und der andere ist halt dieser ultra gehypte Schauspieler gerade. Und wenn die beiden auch meditieren, wird es ja irgendeinen Grund haben. Also für alle Männer da draußen, die sagen, ja, meditieren ist unmännlich und so. Ja, aber wie männlich ist es, sein Leben unter Kontrolle zu haben und selbst dafür zu sorgen, dass es mir richtig, richtig gut geht? Über einfach ein bisschen auf dem Stein sitzen und die Fresse halten. Mega. Also, einfach mal drüber nachdenken und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und falls du da nochmal Tipps brauchst über Meditation, beziehungsweise wieder tiefer reingehen soll, sag mir gerne Bescheid, dann mache ich nochmal ein Video oder kontaktiere mich gerne persönlich. Dann helfe ich dir da nochmal sehr, sehr gerne
Und jetzt danke ich dir vielmals und wünsche dir ganz viel Spaß bei der Meditation. Ciao. Peace. Namaste.